Herzlich willkommen zu dem Kurs HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz und ich führe euch durch diesen Kurs. Wir hatten in den letzten drei Videos uns angefangen, eine Menüleiste zu programmieren mit Listen. Und in diesem Video, das wird das letzte Video sein, in diesem kleinen Unterkapitel, werden wir die Mausereignisse noch einprogrammieren, dass das also die Menüleiste auf Mausereignisse reagiert. So, und dazu gehen wir in unseren HTML-Code hinein. Und hier oben hatten wir uns das Menü definiert. Wir hatten für die einzelnen Listenelemente hatten wir auch Attribute zugewiesen und haben uns dann einen Link in diese Menüliste reingesetzt. Und jetzt wollen wir noch, dass das reagiert, wenn wir mit der Maus da drüber fahren. Und das ist ganz einfach. Ich weise das also dem Identitätsselektor Menü zu, den wir hier angegeben haben. Dann als Kind-Element, Child-Element die Liste, dann als weiteres Child-Element eben die Verlinkung innerhalb von dem Listen-Element, also im Prinzip das hier. Und wenn die Maus da drüber fährt, und da treffen wir einen alten Bekannten, Hover, wenn die Maus da drüber fährt, soll dieses Element verändert werden. Die Schriftfarbe soll auf weiß gesetzt werden und die Hintergrundfarbe auf schwarz, Background Color gleich Black. Und das war es auch schon. Und dann speichere ich das Ganze ab und lade es nochmal neu. Und jetzt sehen wir, werden die einzelnen Elemente angewählt, sobald ich mit der Maus da drüber fahre. Und ich habe hier zwischen eine große Lücke und hier hinten habe ich eben, naja, also was man auch immer dahin setzt, ne, ist es irgendwie das Wichtigste. Vielleicht setzt man dort hinten Kontakt hin, weil man sagt, okay, vorne biete ich meine Ware an oder was auch immer man anzubieten hat oder darzustellen hat. Und hinten kommt dann eben, was weiß ich, was mich angeht oder wenn man mich kontaktieren will, weil ich irgendwie, was weiß ich, Dachdecker bin und jemand möchte jetzt sagen, okay, du kriegst einen Auftrag. Also man kann dort alles Mögliche machen und so habt ihr die Möglichkeit, hier mit so ganz einfachen Sachen, einfachen Mitteln eine schöne Menüleiste anzulegen. Normalerweise natürlich, wie ich das hier gezeigt habe, mit noch einem schönen Kopf und mit Sachen unten drunter, aber das wollte ich euch jetzt nicht zeigen, sondern ich wollte euch zeigen, tatsächlich, so legt man eine Menüleiste an, mit einfachsten Mitteln. Gut, das war es für dieses Video. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt im Klaren, wie man sich eine Menüleiste anlegen kann, ohne irgendwas von JavaScript reinzubauen oder was auch immer, sondern es funktioniert alles über CSS und HTML, also eine ganz einfache Sache. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, drückt mir bitte einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Und dann geht es um ein ganz anderes wichtiges Element, nämlich um Tabellen. Bis dann!